Er hatte wirklich sehr viel Humor und war ein ganz feiner Mensch. Als seine deutsche Stimme Kurt E. Ludwig im Sterben lag, ist Doane extra aus den USA nach Deutschland gekommen, um ihn noch einmal im Krankenhaus zu besuchen. Gar nicht lustig geriet mein zweiter Ausflug zu einer Star Trek Convention, wo ich meinem absoluten Enterprise-Superstar begegnete, Leonard Nimoy, alias Mr. Spock. Auch in diesem Fall lief die Einladung über meinen Freund Charles Rettinghaus. Allerdings mit dem Unterschied, dass der Veranstalter der Convention nicht nur ein Enterprise-Fan, sondern auch ein großer Gerner-Fan war. Diesmal fand die Veranstaltung in einem Hotel in Bonn statt. Als Charles und ich dort ankamen, waren die amerikanischen Stars schon da und gaben eine Pressekonferenz. Der Veranstalter begrüßte uns und brachte uns in einen Nebenraum der Pressekonferenz, wo die deutsche Betreuerin von Leonard Nimoy saß. Der Veranstalter trat freudig auf sie zu und sagte zu ihr, »Da ist er! Er ist da!« Die Dame schaute ihn verwundert an. »Wer ist da?« Er zeigte auf mich. »Na er, Dr. Gerner, da ist er!« Etwas gelangweilt erkundigte sie sich, »Und wer ist der Herr Dr. Gerner?« Der Veranstalter half ihr gern, diese Wissenslücke zu schließen. »Na, der Dr. Gerner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten!« Mit einem Blick, der waffenscheinpflichtig war, sah sie mich an und meinte betont gelangweilt, »Sorry, aber ich gucke diese Sendung nicht.« Damit drehte sie sich um und widmete sich wieder ihrer Zeitschrift. »Na toll, das ist ja super gelaufen«, dachte ich nach dieser peinlichen Begegnung. Kurz darauf war die Pressekonferenz zu Ende und die amerikanischen Schauspieler kamen in den Nebenraum. Ich wurde Mr. Nimoy vom Veranstalter vorgestellt, aber es blieb keine Zeit für ein Gespräch, weil die Amerikaner zum Essen ins Grand Hotel Petersberg aufbrachen. Schade, ich hätte gern ein paar Worte mit ihm gewechselt. Am nächsten Tag rief mich die Pressestelle von RTL an, die mitbekommen hatte, dass ich Mr. Spock bei einer Convention treffen würde. Die fanden das ganz klasse. Wolfgang Barrow trifft sein Idol. Und sie würden gerne ein Kamerateam schicken, das dann filmt, wie ich Leonard Nimoy interviewe. Okay, dachte ich, ich kann ihn ja mal fragen. Am Nachmittag hatte er ein Panel, aber ich traf vorher noch seine deutsche Betreuerin im Convention Hotel und fragte sie, ob sie ihn denn dazu befragen könnte.